So, erster Malschritt ist Brushen aller Metallteile mit Necron Compound. Oh, ist bald alle. Brauche aber auch nicht so viel. Einfach rausholen, ein bisschen auf dem Küchenpapier abstreifen und dann geht's auch schon los. Das muss auch nicht sehr sorgfältig sein. Sieht dann eher abgenutzt aus. Ja, mache ich jetzt für alle. Der nächste Schritt ist das Bemalen der Haut mit Goblin Cream und einem kleinen Brush. Kannst du die lässt ja hier holen? Nee. Doch, bitte. Kannst du die aber hier holen? Guck mal. Gleich. Dann guck mal. Ja, aber die ist auseinandergebrochen. Ich mach das gleich. Also einfach hier auftragen. Ja, leg sie mal dahin. Eben. Ja, ich film schon. Mama, das ist mir ja von dem Besentiger. Nicht wackeln. Also ohne wackeln ist es einfacher. Einfach das Schwarz übermalen und ja, danach werden wir das Ganze noch schäden. Schön großzügig, damit die Farbe auch gut deckt. Und bei Bedarf kann man natürlich auch einen noch kleineren Pinsel nehmen. Wohin keine Pinsel? Du kriegst keinen kleinen Pinsel. Warum? So. Warum? Sieht so ein bisschen fleckig aus, das wird aber nachher noch besser. Okay. Das mache ich jetzt für alle. Soweit, so gut. So, hier hinten im Nacken. Da müssen wir mit einem wirklich ganz kleinen Pinsel ran. Eine Idee ist natürlich auch, den Helm einfach vor dem Bemalen abzulassen. Das kann natürlich jeder machen, wie er will. Dann wäre das jetzt ein bisschen einfacher. Ich lasse die eigentlich immer dran, weil man kommt eigentlich noch dahinter. Und wenn man merkt, dass es nicht klappt, dann einfach den Helm abmachen und später wieder dran kleben. Wo ist der Helm? Da, das ist der Helm. Kann man den abmachen? Den muss man dann wieder ankleben. Nein, so genau sieht man es nachher eh nicht mehr. Von daher bemale ich es eigentlich immer so. Und bei den Händen hier vorne, der hat hier Handschuhe an, aber hier vorne die Finger, die sind frei. Die malen wir dann auch noch an. Okay, sieht jetzt schon mal grün aus. Wenn man jetzt hier verschiedene Malfehler gemacht hat, weil man noch nicht so super perfekt malen kann oder weil man vom Nachbarn gestoßen wird, dann zum Beispiel hier an der Knarre sind noch grüne Flecken dran. Dann kann man das später beheben. Wir machen jetzt aber erstmal weiter. Und zwar jetzt waschen wir mit Tracker Green, beziehungsweise nach dem neuen Farbsortiment von GW ist das, glaube ich, Bilan Green. Ich werde das auch nochmal einblenden, die genauen Bezeichnungen von neu. Ich wollte auch
mal ein Bändchen. So, einfach ganz viel nehmen. Von der Delastia Party. Und, dann einfach hier ein Gesicht verteilen. Und? Das kann ruhig viel sein. Und da kommt noch ein. Weil das soll ja schön geschädet werden hier im Gesicht. Und die. Überflüssige Sachen kann man auch einfach dann abtupfen, wenn es hier bei den Augen zu viel ist. Oder Papa, hier. Und dann einfach woanders verteilen. Weißt du, wo mein Ding ist? Dein Grün. So. Das von hier, das Lisa. Und das hier beim Arm ist eigentlich relativ einfach. Einfach hier drüber ziehen. Da sieht man schön, wie das dann hier in die Vertiefungen läuft. Also Shades oder Tuschen sind echt super. Tuschi, Tuschi. Ups. Okay. Das Wash ist getrocknet. Man sieht es jetzt hier schon schön, ist in die Vertiefung reingelaufen, hat insgesamt die Haut abgedunkelt. Jetzt wollen wir aber mit Goblin Green, mit einem Dry Brush, ein paar Hautpartien wieder hervorholen, also akzentuieren. Die überflüssige Farbe habe ich an einem Papiertuch oder Küchenrollentuch abgestreift und gehe jetzt hier locker hier drüber, nur über die erhabenen Stellen, und dadurch gibt es einen super Effekt, einen super Hauteffekt. Das kann man natürlich jetzt noch mit verschiedenen helleren Tönen noch verbessern, das Ergebnis. Da das aber nur Mosha Boys sind, werde ich das hier nicht machen. Weil davon muss ich 24 Stück anmalen und nicht einen. Und darum sollte man bei Massenmodellen, bei Hordenarmeen, sollte man wirklich sich nur auf das Allernötigste beschränken, damit es gut aussieht oder spielbar aussieht. Ich denke, das ist so in Ordnung. Hier am Kinn nochmal ein bisschen mehr aufdrücken. Da kommt das auch noch mal besser raus. Ja. Wenn jetzt ein Warboss hat oder sowas, dann kann man da natürlich noch mehrere Schichten drüber bürsten. Mit helleren Goblin Greens. Mit helleren Grüns. Aber das brauchen wir jetzt hier nicht. Nur spaßeshalber mich jetzt noch ein ganz kleines bisschen Sky White unter die Goblin Cream Grundfarbe und akzentuiere dann noch mal einen Ork damit, und dann können wir es mal im Vergleich sehen zu dem anderen. Dann darf man jetzt wirklich nur ganz leicht drüber gehen. Da sieht man es direkt im Vergleich zu dem hier. Das kann man natürlich machen. Wer will, dann wirklich aber nur ganz leicht drüber gehen. Gerade nur über die Partien, wo die Haut am meisten gespannt ist, bei den Muskeln, im Gesicht und bei den Handknochen. Ach komm, dann mache ich es gerade bei dem auch noch mit. Aber denkt dran, bei 2, 3 kann man das gut machen, dann kostet es nicht viel Zeit. Macht man es bei 20 oder 40, ist jeder Arbeitsschritt mehr, ist schon ganz schön viel Arbeit. Okay. So, mit dem Anzug von den Orks machen wir es uns ganz leicht. Nehmen wir ein bisschen Fortress Grey. Und ja, alles außer Stiefel bemalen wir einfach damit. Da gehen wir auch überall drüber.
Auch über die Schnallen, die werden nachher einfach nochmal extra bemalt. Das geht so am einfachsten. Die Taschen, denen geben wir nachher eine schwarze oder braune Farbe. Ja. Hier oben, das wird auch alles grau. Und nachher nur die Schnallen, die mache ich immer schwarz. Also von daher kann man da auch über drüber malen, außer über das Silber. Weil es bleibt so. Okay, schauen wir gleich mal. Nur ein kleiner Zwischenstep. Das ist jetzt ein Ork mit Grau bemalt. Einer ohne. Sieht schon netter aus. Okay, weiter. So, die Kleidung ist wirklich eine der längsten Arbeitsschritte bei dem ganzen Ork-Modell, weil da so viele Schnallen sind. Manche habe ich übermalt, manche habe ich auch ummalt. Ich glaube ja, dass Space Marines viel einfacher zu bemalen sind. Aber das werde ich ja jetzt feststellen, weil ich demnächst mal ein paar Mal anmal. So, als nächstes. Meine Orks haben hier an den Seiten diese Armbänder oder wie auch immer. Oder auch hier oben diese Haarverlängerungen, Extensions, die male ich in klaren Farben. Jetzt will ich diesmal Sunburst Yellow nehmen dafür, damit man die auf dem Schlachtfeld besser auseinanderhalten kann. Dazu muss ich aber leider erst Skull White bemalen, weil ansonsten kommt das Gelb hier nicht gut zur Geltung. Das heißt, einfach hier kurz Weiß drüber, über diese Armbänder und danach, wenn es getrocknet ist, mit Gelb drüber. Das war es auch schon. Jo. Farbe ist getrocknet, jetzt kommt Sunburst Yellow. Einfach dick hier auftragen. Ist auch gut deckt. Es gibt natürlich auch stressfreiere Farben, aber ich habe schon Orange, Rot, Weiß und Blau könnte ich noch machen. Jetzt mache ich aber erstmal Gelb. Das heißt, die Jungs gehören zum Clan der Bad Moons. Das sind die reichsten von den Orks. Und sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, das Gelb-Grün. Okay. So, die Gelbe habe ich aufgetragen. Gerade bei den Haaren ist es ein bisschen grell. Aber das wird ja nachher nochmal alles mit Grüfon Sepia gewascht als Abschluss. So, als nächstes kommt Zantri Dust. Und da bemale ich jetzt gerade noch die Taschen von den Orks in der Farbe. Sieht nochmal ein bisschen cooler aus als so viel Schwarz. Passt auch gut zu dem Grau. Jo. Okay.